Hallo zusammen, das hier wird unser erstes Let's Play, das bei Guild Wars 2 und wir sind Nora und Finn. Genau, und ich glaube, das wird ganz spaßig werden, weil es nicht nur unser erstes Let's Play sein wird, sondern wir uns bei Guild Wars 2 und überhaupt Guild Wars gar nicht auskennen. Das heißt, wir werden mit euch alles ganz neu entdecken und dabei könnte die eine oder andere Situationskomik entstehen. Na, schauen wir mal, lassen uns überraschen. Ich bin noch im Erstellungsmenü, habe jetzt gerade schon mal ein nettes Mädel erstellt von den Norn und wollte jetzt mit euch mal weitermachen. Ich bin Wald... Wer bin ich denn? Jägerin? Wie heißt sie denn hier? Waldläufer heißt das auch. Waldläufer, ja. Genau. Und ja, da wollten wir mal schauen, was wir da machen können. Es gibt einen Bären. Mein Bär und ich bilden eine Einheit im Kampf. Es bedarf nur einer winzigen Geste meinerseits und schon stürzen wir uns gemeinsam auf den Feind. Oder es gibt den Wolf. Ein Wolfsgefährte wird als große Belohnung angesehen. Ausgewachsen stellt er einen scharfsinnigen Jäger und treuen Gefährten dar. Oder zuletzt könnten wir eine Schneeleopardin nehmen. Die wunderschöne Schneeleopardin ist ein Symbol für die Unabhängigkeit. Ihre Anmut und ihr Geschick sind inspirierend und machen sie zur unschlagbaren Jägerin. Ich entscheide mich spontan für den Bär. Okay, dann weiter. Ach so, ja, der Finn, oder Finn und ich, wir haben uns überlegt, wir nehmen gleich die gleichen Eigenschaften, die es hier so gibt und Entscheidungsmöglichkeiten, damit wir in der Gruppe auch die gleiche Story haben können. Jetzt sind genau. Wir, ne? Mach du mal weiter. Ja, bei mir ist es so, ich spiele einen Necro und habe an dieser Stelle die Wahl, mit welchem Symbol ich mein Gesicht zeichne. Da gäbe es den Trickster-Dämon, den Totenschädel und das Schreckgespenst. Bei mir wird es das Schreckgespenst. Und ich gehe dann ebenfalls weiter. Bei mir kommt jetzt auch schwierige Situationen meistere ich mit. Ist es bei dir auch so? Aber sicher, jetzt sind wir bei denen. Genau. Ausgewählt ist Würde. Also ist das in der Mitte, da steht Würde bei mir. Bei dir auch? Also das ist schon ausgewählt, ist das Kästchen, was man jetzt spontan anklicken würde, wenn man klicken würde, ohne zu lesen. Also da steht bei mir Würde, ich bewahre meine Würde. Selbst wenn ich bis zu den Ohren im Schlamm stecke. Aus diesem Grund werde ich respektiert. Ernsthaftes, rücksichtsvolles Benehmen ebnet den Weg zum Erfolg. Das wäre eine Auswahlsituation. Bei dir auch? Also ist bei dir auch das Erste, was sie so anzeigen? Ich hatte es bei mir gerade zuerst auf Wildheit gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich unmotiviert irgendwo gedrückt hatte. Achso, also, ja, dann kannst du ja mal gucken, was bei Wildheit wäre. Ich bin von wildem Wesen. Mit Gewalt zu drohen bringt mich weiter als sonst etwas. Das liegt in meiner Natur, auch wenn ich versuche, meine Kräfte für gute Zwecke einzusetzen. Okay, und dann gibt's noch? Dann gibt's noch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Charisma. Genau, also noch zur Auswahl stände Charisma. Ich habe Charisma. Wenn ich in Stimmung bin, kann mir niemand widerstehen. Ich weiß genau, was ich sagen muss, um Leute aufzuheitern oder zu ermutigen. Nun ja. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Und ich weiß gar nicht, hat das... Doch, es hat schon einen Einfluss auf das Spiel. Wie gesagt, wir sind noch recht neu in dem Spiel. Wir haben so ein bisschen schon angetestet und ich glaube, man sammelt hinterher auch Punkte dafür, ne? Für das, was man sich entschieden hat, oder? Also es hat eine Auswirkung. Ich meine, irgendwo wird es angezeigt, ja. Variante, dann hast du da irgendwie mehr Punkte schon zu Anfang als auf anderen Sachen und irgendwo kannst du später, glaube ich, auch wählen, in welcher Art du auf Situationen reagierst, also auf eine konkrete Situation reagierst. Obwohl ich null Plan habe, was das auf den Spielverlauf oder was das für Auswirkungen hat. Aber na gut, wir sollten uns jetzt erstmal entscheiden. Hast du irgendeinen Vorzug, was du gerne möchtest? Was bist du nochmal? Du bist Necro, ne? Ich bin Necro, also um es mal so zu sagen, Charisma ist, glaube ich, nicht das meine. Gut, dann entscheidet ihr. Mir ist das total. Ich bin für alles erstmal offen. Aber bist du als Necro so ein Fausttyp? Nee, auch nicht unbedingt, obwohl... Würde, oder? Nehmen wir Würde. Lieber gut, dann nehmen wir Würde. Dann weiter zu Schritt 7. Meine wichtigste Eigenschaft ist die notwendige. Was gibt's denn da so?
die notwendige, die Nebelwache, ne? Mach du das mal. Ich finde das jetzt. Da gäbe es einerseits ist die notwendige Stärke, um uralte Feinde zu besiegen. Ich stehle meinen Körper, um unsere alten Widersacher zu bezwingen und die große Halle zu schützen. Schleue, um alte Geister zu beschützen. Es ist meine Pflicht, die Geister der Wildnis zu beschützen und es erfordert Schleue, um sie vor den Eisdrachen zu bewahren. Und schließlich Intuition, um den Nebel zu bewachen. Meine Intuition verleiht mir die Einsicht, die ich brauche, um die Nebel zu bewachen, denn dort dauern die Seelen unserer Ahnen fort in Ruhm und Ehre. Ja, sag wat. Mir ist das erstmal egal. Ich habe eh keine Ahnung, was das für Auswirkungen haben wird. Ich wäre gerade für Intuition oder Schleue. Okay. Warte mal, ach so. Ich dachte, Intuition und Schleue wäre jetzt ein Punkt und ich könnte es draufklicken. Das müssen wir uns auch noch da entscheiden. Also man muss auch wissen, wenn Finn und ich uns jetzt unabhängig voneinander entscheiden würden, würden wir eh das andere nehmen, weil wir entscheiden uns grundsätzlich gegensätzlich. Insofern sage ich jetzt nichts und lass ihn entscheiden. Das ist ja lieb. Aber das nur am Anfang jetzt so. Wartet erstmal ab, den Spielverlauf. Das wird nicht immer so sein. Aber jetzt wiegen wir ihn erstmal in Sicherheit. Na super. Dass er denkt, er hat hier so ein bisschen das Sagen. Aber Schleue oder Intuition? Naja, als wenn da schon steht, Schleue, um die Geister zu beschützen. Passt für dich, hä? Ja, genau. Oh, okay, dann gehen wir jetzt zu Punkt 8. Ach ja, das sind ja hier die Säufer hier, die Rasse, die wir haben. Also, wie ihr seht, bei einem festlichen Bierrat neulich in, wie spricht man das aus? Ulbrak. Ulbrak, also genau. In Ohnmacht gefallen. Bier. Schlägereien. Es ist so einfach, sich dem Moment hinzugeben. Als ich aufwachte, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich getan hatte. Es war sicher nicht allzu schlimm. Bestimmt nicht. Oder in einem Kampf geraten. Seit ich klein war, hatte ich einen Rivalen. Er ist schlau, heimtückisch und flistig. Unsere letzte Auseinandersetzung habe ich verloren. Aber das nächste Mal schaffe ich den Ausgleich. Oder ein Erbstück verloren. Ich weiß nicht, wie man so Namen ausspricht. Wie heißt er denn? Wie man spricht, wie man liest? Gnadenlos so, wie man okay, Rumkes Horn geerbt. Ein magisches und antikes Erbstück, das schon seit Generationen weitergegeben wird. Als ich aber eines Tages ein bisschen zu viel über den Durst getrunken hatte, verlor ich es als Wetteinsatz bei einem Kräftemessen. Na toll, das hört sich für mich jetzt irgendwie alles nicht so ruhmreich an, ne? Ich glaube, das geht hier gar nicht darum, ruhmreich zu sein. Stimmt, ich sollte mich an so eine Säufer. Okay. Aber gut. Erbstück verloren, ja, hört sich ja nett an. Finde ich auch. Das sollten wir retten. Ja? Genau, machen wir so. Gut. Finn, du darfst. Ah, das ist ja super. Als ich noch sehr klein war, hatte ich eine Vision. Ein Geist der Wildnis sprach zu mir und bot mir seinen Schutz an. Dieser Geist war... Ja, was war er denn? Also bei mir mich würde es interessieren, ob es bei dir auch so ist. Sofort wird bei mir der Wolf angezeigt. Ich habe gerade den Vorschlag, die Schneeleopardin. Guck mal, dann liegt das wirklich an der Klasse, ne? Oder an uns beiden, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, ist egal, aber wir sollten mal alles hier vorstellen kurz. Wunderbar. Die große Bärin wäre Wahl Nummer 1. Die große Bärin ist der stärkste Geist der Wildnis. Sie ist ein Symbol für Kraft und Selbstständigkeit. Ich vernahm ihr Brüllen, als ich noch ein Baby war, und seitdem habe ich ihre Tapferkeit. Die Schneeleopardin? Die Schneeleopardin ist ein heimlicher, heiterer Geist. Sie lehrt uns Unabhängigkeit, strategische Finesse und Kühnheit, der Gefahr ins Gesicht zu lachen. Bis zum heutigen Tag leitet mich ihre Weisheit und die Erinnerung an ihren Besuch wärmt mich in dunklen Nächten. Der Wolf? Der Wolf hat die Schleue des ganzen Rudels hinter sich. Er verleiht die Tugenden Loyalität, Wildheit und Stärke in der Gruppe. Als er zu mir kam, flüsterte er mir von meiner heldenhaften Zukunft ins Ohr und sagte, ich würde niemals alleine sein. Ja gut, wir wollen zusammen spielen, ne? Ja, hört sich gut an. Der Rabe?
Der Rabe leitet uns in seiner Schleue und Weisheit mit Wahrheiten, die andere fürchten. Er verleiht uns einen weitsichtigen Geist. In meiner Vision sprach er von Rätseln und öffnete mir die Augen für Wahrheiten, die nur wenige andere sehen können. Ach, sollen wir den Wolf dann nehmen? Können wir. Oder was heißt können wir? Hört können wir heißt, ich hätte einen der hinteren beiden genommen. Achso, also wir können auch, Wolf, wenn du gerne Rabe das andere nimmst. Also mir ist es wurscht. Nein, ich hätte einen von den beiden. Okay, bevor wir jetzt zu viele Minuten hier vor diskutieren, nehmen wir, genau. Gut. Gut, dann nehmen wir natürlich als Namen erstmal Nora. Und was hatten wir dann uns als Nachnamen ausgedacht? Ich vergesse das. Fing mit H an. Ja, gut, Idee, weil ich. Denke ich mal. Ja. Bei dir. Bevor ich jetzt hier die Geschichte anfange, ich glaube, sobald ich jetzt den Namen als okay drücke, beginnt die Geschichte, würde ich sagen, brechen wir mit der Aufnahme ab und machen dann direkt im zweiten Teil mit der Geschichte weiter. Okay, bis dann. Ciao.